Hallo und herzlich willkommen in Far Cry 3. Ja, ihr seht, ich bin schon ein bisschen weiter. Ein paar Folgen sind mir einfach abgeschmiert. Eine war, als die Audio aufgenommen war, richtig schlechte Qualität. Ich hab's mit einem anderen Aufnahmeprogramm versucht. Statt normal. Und das ging total in die Hose. Also ist mir da schon wieder ein bisschen Stoff entflohen. Apropos Stoff, wir sind hier in der Mission weitergekommen. Wir sind aus der Höhle raus mit dem mutierten Wallhack-Hund. Das Video wurde gesperrt wegen GEMA. Das Video danach. Wir haben nämlich den weißen Mann gefunden. Das wurde auch gesperrt. Ihr erinnert euch, der weiße Mann aus unserem Traum. Den haben wir jetzt gefunden. Und jetzt haben wir irgendwie den Auftrag, die Hanfplantagen oder die Grasplantagen von den Piraten hier zu verbrennen. Wir haben einen Flammenwerfer geschenkt bekommen. Nice. Und da haben wir schon zwei Felder Das ist niedergebrannt. echt viel Gras. Und das macht schon irre Spaß auf jeden Fall. Aber das Blödste ist, wir haben viel zu wenig Munition. Viel zu wenig Drecksinsel! Munition. Okay, so. Safe. Hier liegt ja Munition. So, one down. 100 left quasi. Aber bevor wir jetzt uns um die anderen 1000 kümmern, ziehen wir das Fett an, weil das sieht mega geil aus auf jeden Fall. Ja, ich liebe das Teil. Oh, oh, ist das geil, Alter. Die Dämpfe, die da aufsteigen, ey. Herrliches Gras. Einfach geil. Laden wir schon mal ein bisschen nass. Eins weniger. So, dann können wir hier bestimmt noch ein bisschen nachladen. Perfekt. Weil die Munition ist uns auch in der letzten Runde ein bisschen Noch ausgegangen. drei mehr. Voll Also geil. die mir in die Fritten geschossen ist. Da ist mir die Munition ausgegangen, dann bin ich erstmal wieder gestorben und deswegen hänge ich wieder hier rum. Ist halt immer so, oder? Lalalala. Oh nein, Hunde. Ich hasse diese Hunde. Boah, Alter, die gehen mir tierisch auf die Nerven. Alter, die ganze Welt fuckt die ab. Wollte eigentlich nur das Feld mitnehmen. Vorsichtshalber. Ja, ich komme gleich raus. Oh, geil, Munition. Das ist natürlich sehr praktisch. Boah, das hätte ich letzte Runde sehen müssen. Ah, verdammt. Dieses Mal krieg ich den Hut. Er hat einen Flammenwerfer. Geh weg. Ah, la, 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 la. Yo. Ja, in dieser nächsten hier noch in Zoom-Modus gehen. Ist natürlich perfekt. Oh, ich freue mich hier gerade so ein bisschen. Ein bisschen nachladen. Ja. Far Cry 4, muss ich sagen, habe ich jetzt noch nicht gekauft. Werde ich auch, glaube ich, erstmal nicht. Denn ich warte immer noch auf GTA 5 für die. Für PC, der am 26. 27. Januar dann mal erscheinen wird. Das werde ich suchten wie Höhle. Im Singleplayer, Multiplayer vor allem. Das war Mit dem Nummer lieben 3. Dominik, der hat Mann, schon ein ich paar liebe Probleme dieses hat mit Ding. seinem PC. Leider. Was passiert, wenn ich einen Molotow da durchwerfe? Müssen das Felder doch eigentlich auch an. Ein bisschen fackeln. Normal. Ja. Ja. Funktioniert doch super. Bam, bam, bam. Down. Dann holen wir mal die Snappy da raus. Und
Nummer 4 geht in Flammen auf. Oh mein Gott, oh mein Gott. Da haben wir schon ein paar viele. Ich steck dein Gesicht in den Außenborder. Da ist natürlich schön, aber das hat gerade schon jemand versucht. Nummer 5 hat sich voll gelohnt. Oh mein Gott, oh mein Gott. Müssen wir jetzt erstmal in der Spitze wieder einen Arm ran. Alter, geht das hier ab, ey. Was wollen die auch mit so einer Menge von Gras? Natürlich Geld verdienen, ist natürlich klar. Aber wirklich so viel? Na, hier auf der Insel ist auch ein super Anbaugebiet. Wollen wir mal weiter rennen? Durch die verbrannten Felder, die nicht wirklich verbrannt aussehen, sind die Texturen sind von grün zu schwarz gewechselt, ja. Ja, egal. Wir wollen nicht meckern, wa? So, dann laden wir hier nochmal ein bisschen nach. Die ist voll, okay. Oh mein Gott, die haben ein Geschütz. Das sind ja tolle Neuigkeiten. Magazinwechsel! Hoffentlich war das nichts. Nein. Oh mein Gott, ey, jetzt lass mich doch mal. Oh, ey, nein, sie sehen mich nicht, sie sehen mich nicht. Gut. Oh. Ja. Also, er ist nicht erschöpft, nein, er atmet nur. Inhaliert die schöne Landluft hier. Oh, da muss ich gerade husten. Oh, nein, ja. Forschen mal jetzt. Ja, ich bin im Freien, stellt euch vor. Wo soll ich denn auch sonst sein? Kann ich die Häuser anfangen? Sollte ja eigentlich funktionieren. Und es funktioniert. Oh mein Gott. So, ziehen wir das auch mal an. Ich glaube, wir müssen hier das ganze Lager übernehmen. Von denen. Oh mein Gott, das Feuer kommt ein bisschen nah. Oh, da hinten ist noch einer. Da war einer. Besser zu sagen. Oh mein Gott, wir haben einen Big Daddy. Wollen wir doch mal sehen, ob das nicht wehgetan hat. Oh. Mir tut's ein bisschen weh, muss ich ja zugeben. Alter, wo kommen die denn alle her? Wie viele sind das denn? Oh, und ich freue mich vor allem auf GTA 5, auf die First-Person-Version. Ja, ich weiß schon wieder ab vom Spiel. Aber ich muss mich hier gerade ein bisschen ablenken, weil ich einfach zu gespannt bin. Oh mein Gott. So, noch ein bisschen Munition. Natürlich sehr geil. So. Ein bisschen Leben. Hallo. Kiste. Alter, fahr weiter, wo kommt die denn jetzt schon her? Oh, da hinten ist einer im G. Oh, und hier hängt einer. Wieso hängt hier einer? Ich verstehe es nicht. Ja, ich verfackel hier erstmal alle Häuser ab, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es uns was bringt. Aber es sieht natürlich geil aus. Vielleicht bringt es was, wenn ich hier rumschwimme. Oh nein, 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 da bin ich nur der Meute ausgeliefert. Hilfe! Oh, da muss ich schon wieder husten. Oh mein Gott, was ist denn heute los mit mir? Ja, bin ich auch schon wieder. Mein Gott. Bist du verschluckt hier irgendwann mal? Heute Morgen beim Frühstücken oder so.
Oh. Hallo. Wollen wir ein bisschen durchwaschen. Aber bevor wir durchwaschen, zerstören wir noch die letzten Überlastungsschatten. Nee. Das hat schon gebrannt. Ja, komm, zünden wir hier noch ein bisschen an. Keine Schaden. Weil die Piraten uns hier wieder alles wegnehmen. Oh, Medikit. Im brennendes Haus rein. Oh, ein Medikit. Was? Ja, und jetzt in die Boot? Hallo. Soll ich denn hinkommen? Panzerfaust. Ah, da! Alter, bleib stehen! Eins weniger! Ah, das war's! Ich muss hier raus. Heilige Scheiße! Boah, das Gewehr ist ja richtig geil. Also. Der Raketenwerfer ist richtig geil. Neuer Freund nach dem Flammenwerfer. Und da haben wir wieder einen Fähigkeitspunkt. Ja, ihr seht, es geht, haben wir schon ein paar mehr. Weiche Landung. Ist gar nicht mal so schlecht. Langwaffenexperte. Verbessert treffen Sie mit einer Sturmgewehr schießen aus der Hüfte. Ja. Klingt okay. Erste Hüfte. Noch so ein Lebensding wäre echt geil. Ah ja, holen wir uns erstmal ein bisschen Erste Hilfe. Fähigkeiten. Ist ja jetzt auch nicht so schlecht. Und ich habe mir vorgenommen, jetzt ein bisschen mehr wieder die Hauptmission zu folgen. Nachdem ich endlich mal wieder den Anschluss gefunden habe. Nach langer Zeit. Die Nebenmission mache ich ja wirklich wenig. Eigentlich, ich habe bis jetzt noch keine gescheite Nebenmission gemacht, um ehrlich zu sein. Weil es einfach voll viel zu tun gibt in der Hauptmission. Und ja, ich will auch da ein bisschen vorwärts kommen, deswegen wasche ich jetzt so ein bisschen in die Hauptmission rein. Schreibt auch in die Kommentare, ob euch das gefällt oder ob euch das nicht gefällt. Weil ich habe mir so gedacht, die Nebenmission kann man hinterher noch machen. Ja. Ich hätte da wieder die Leiter runter. Und ja. Ja toll, jetzt sind die ganzen Felder weg. Ist ja super. Ja, jetzt brauchst du auch nicht mehr. So durch die Nase zu schießen, ist ja auch nichts mehr da. Alles verbrannt. Alter, du hast die Ration für die nächsten 200 Jahre, Alter. Mein Gott. Ja. Oh, guten Abend. Ja. Mein Bruder. Erstmal Johnny gedreht, ne? Hast du doch noch was gefunden? Ihr Munition im Scheißhaus. Mit Citras Hilfe werden die Piraten alle verrecken. Oh, sei ruhig und guck du mir nicht zu. Meine Güte. Spanner. Also wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Far Cry 3. Ja, und noch ein bisschen schreibt in die Kommentare. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ob euch das Spiel gefällt, ob ihr das weitersehen wollt. Ob euch auch alle anderen Spiele gefallen, die ich zurzeit aufnehme. Zurzeit ist es ein bisschen dünner, weil ich auch wirklich sehr viel zu tun habe. Ich arbeite ja nebenbei. Ich sitze ja nicht nur hier rum den ganzen Tag. Naja, größtenteils schon. Aber ich komme hier kaum noch zum Aufnehmen. Tut mir ein bisschen leid, deswegen kommen jetzt auch nicht, vielleicht nicht täglich die Folgen. Hat ja schon gesehen. Ja, gestern zum Beispiel kam keine. Vorgestern glaube ich auch nicht. Ja, wenn ich den Bär nichts tue, tut er uns auch nichts, oder? Hoffe ich mal so. Also wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Oh mein Gott. Wieso haben wir keine Munition mehr? Wieso haben wir keine Munition mehr? Alles klar, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, ciao.